Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, Emmett Jackson von Android TV, hier auf der IFA 2013 in Berlin, jetzt auf dem AVM-Stand. Sagt euch erstmal nichts, kein Wunder, sage ich euch Fritzbox, das sagt euch auf jeden Fall was. Und neben mir habe ich den Experten Gordon Priebe. Hallo, Sie werden uns ein bisschen was über die neuesten Fritz-Produkte erzählen. Ja, sehr gerne. Wir haben schon einen kleinen Beitrag geschrieben. Ich hoffe, unsere Leser haben es gesehen auf go2android.de. Da haben wir über den Fritz WLAN Repeater DVB-C berichtet. Hat eine super Resonanz gegeben und die Leser und Zuschauer wollen darüber auf jeden Fall mehr hören, inwieweit es den geben wird, was der kann, etc. Ja, das kannst du dir direkt mal angucken. Wir haben hier mal den Fritz WLAN Repeater DVB-C. Grundgedanke ist es, das TV-Signal, das ich über Kabel empfange, im Netzwerk zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel über WLAN, damit dann hier auch ein Tablet oder ein Smartphone direkt darauf zugreifen kann. Okay. Wir sehen hier unten, das Kabel wird direkt an dem Repeater angeschlossen. Wir haben dann hier praktisch in dem Repeater einen Tuner drin. Das heißt, wir können entweder über die Oberfläche des Repeaters oder eben auch über eine entsprechende App das Programm auswählen und dann einfach Fernsehen gucken. Mhm. Das heißt also, das Ding ist hauptsächlich für den Heimbetrieb gedacht und in das heimische Netzwerk auch zu integrieren. Das ist ganz klar für den Heimgebrauch gedacht. Wir können es über WLAN anmelden oder, wie man hier unten sieht, auch über ein Netzwerkkabel ins Netzwerk integrieren. Und der Gedanke ist dann so das Thema Second Screen, wenn auf dem Fernseher gerade irgendwas läuft, was vielleicht der ein oder andere nicht so spannend findet, kann er sich mit seinem Tablet zurückziehen oder ich möchte vielleicht mit dem Tablet mal im Garten Fernsehen gucken, kann ich es einfach mitnehmen und genau das tun. Und ich vermute mal, wie bei allen anderen üblichen Fritz-Produkten, Plug-and-Play-mäßig. Plug-and-Play, wir haben den WPS-Taster drauf, das heißt Verbindung per Knopfdruck, natürlich auch von Hause aus verschlüsselt. Das geht ganz einfach. Danach gehen wir einfach auf die Bedienoberfläche, das ist eine Webseite. Da können wir noch direkt die TV-Programme auswählen oder ansonsten, wie gesagt, über eine entsprechende App können wir das ebenfalls direkt ansprechen. Ja, das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, es muss nicht nur Android sein, sondern Sie haben auch noch das Apple-Produkt, das heute ja am 10. September einen großen Event startet, habe ich so gehört. Mit dem funktioniert das auch. Gibt also in beiden Stores entsprechende Apps, die ich mir dann da runterladen kann. Ich kostenfrei oder kostenpflichtig? Unterschiedlich. Also generell, der Apfel ist auch dabei. Auch die Fenster sind mit dabei. Das Streaming, was wir machen, ist ein Standardverfahren. Das wird zum Beispiel auch bei SatIP schon genutzt. Ja. Das heißt, es gibt zum Beispiel den VLC Media Player. Den gibt es ja sowohl für Android als auch für Windows. Ja. Den kann ich nutzen. Wir können das auch über ein Plugin über den Webbrowser machen. Vielleicht bringen wir auch eine eigene App raus, müssen wir gucken, aber es gibt auf jeden Fall schon kostenlose Apps, die wir heute nutzen können. Und in welcher Auflösung maximal kann man dieses Streaming denn betreiben? Wir können alle Programme empfangen, auch HD. Was natürlich nicht geht, sind die verschlüsselten Programme, weil die ja genau das verhindern, dass man es einfach an weitere Geräte weitergibt. Ah ja, alles klar. Man könnte jetzt aber rein theoretisch auch nicht nur, da das ja jetzt einen Repeater drin hat, also DVB-C heißt in dem Falle? Kabel? Ja, einfach nur nochmal zur Sicherheit. Also wenn man nicht nur das TV-Programm gucken möchte, man könnte rein theoretisch auch, wenn man irgendwo anders, ich sag mal auf einem NAS-Server oder ähnliches, soweit ich weiß, Fritzboxen sind inzwischen auch schon NAS-kompatibel. Man kann eine externe Festplatte anschließen und könnte dann praktisch auch von diesen entsprechenden Dingen streamen auf das Tablet. Ist das auch möglich? Genau, das wäre dann auch möglich. In dem Fall würden wir direkt die Streaming-Funktion über UPnP oder auch DLNA nutzen. In den Fritzboxen ist der Medienserver drin. Wenn ich für hier zum Beispiel per USB eine Festplatte anschließe oder einen Stick, dann könnte ich auch wiederum mit dem Tablet darauf zugreifen, diese Inhalte angucken und auch mit dem Fernseher. Und in dem Fall wäre dann der Fritz WLAN Repeater DVB-C tatsächlich nur ein WLAN Repeater, der dann gegebenenfalls dafür sorgt, dass die WLAN Reichweite verlängert wird, dass ich das Tablet eben noch da nutzen kann, wo ich es gerne nutzen möchte. Letzte Frage zu dem Repeater. Inwieweit hat der schon Marktreife? Und sprich, wann würde der in den Verkauf kommen und was wird der kosten wahrscheinlich? Marktreife hat er noch nicht ganz. Wir haben hier die ersten lauffähigen Geräte. Wir müssen da natürlich noch die Serienreife erstmal herbeiführen. Es wird Anfang nächsten Jahres geplant. Erste Quartal 2014 soll er kommen. Preis können wir noch nicht nennen, weil natürlich von der Produktionsvorbereitung da einfach noch die ganzen Details fehlen, was dann nachher die Bauteile genau kosten. Und circa Preis ungefähr, damit wir uns darauf einrichten können? Circa Preis, so unter günstig. Unter 200? Unter 200, denke ich schon. Aber wie gesagt, jetzt da was zu nennen, das wäre ein Schuss ins Blaue, weil da müssen wir einfach erstmal aber dass man mal ungefähr eine Größenordnung hat. Nächstes Stichwort ist, was ich recht interessant immer finde, es gibt auf Ihrer Seite sogenanntes Fritz-Labor.
Ja. Worunter sich unterschiedliche Dinge befinden. Ich will gar nicht versuchen, mit meinem Fehlwissen jetzt zu interpretieren, was sich dahinter verbirgt. Das würde ich einfach mal Ihnen überlassen, dass Sie uns vielleicht mal sagen, was kann denn der Anwender da finden? Ja, im Labor, da möchten wir unseren Anwendern die Möglichkeit geben, in unsere Entwicklung Einblick zu nehmen und auch ein bisschen Eingriff vielleicht. Denn wir zeigen insbesondere, wie es bei der Fritzbox weitergeht, also die weitere Firmwareentwicklung. Das ist also eine noch nicht getestete Firmware, die wir dort anbieten. Aber der Anwender kann sie nutzen, kann gucken, aha, was kommt da Neues dazu. Und für uns ganz wichtig, wir kriegen direkt Feedback von unseren Anwendern, wo sie sagen können, das finden wir toll, das finden wir nicht so toll, da ist noch ein Fehler drin, das könnte man besser machen. Und das fließt dann wirklich in unsere Entwicklung ein. Also wir möchten da wirklich in Dialog auch mit den Anwendern treten. Also es ist im Grunde genommen sowas wie ein Beta-Tester, ohne dass man da sich irgendwo anmelden muss oder sonst irgendwelche Dinge machen muss. Man kann einfach frei testen und sein Wissen und seine Erkenntnisse ihnen dann zur Verfügung stellen. Ganz genau, dafür soll es dienen. Ja, die Dinge, die nicht mehr im Fritz-Labor sind, das sind dann die Apps, die es wahrscheinlich in den Google Play Store geschafft haben. Da gibt es inzwischen schon mehr als nur eine App. Was haben wir denn da schon inzwischen? Hauptsächlich für unsere Android-TV-Zuschauer. Ja, da haben wir für Android gerade 7 Apps inzwischen, weil Android ist natürlich eine super Entwicklungsplattform, weil alles ist offen, deswegen entwickeln wir da sehr gerne für. Eine Kernanwendung ist sicherlich die MyFritz-App, wo es darum geht, von unterwegs mit seinem Smartphone und dem Tablet auf das heimische Netzwerk zugreifen zu können. Also zum Beispiel gucken, was habe ich für Anrufe an der Box verpasst, sind da Anrufbeantworter, sind da Sprachnachrichten drauf, vielleicht auf den Speicher zugreifen, Thema, ich habe ein Dokument vergessen, ein Foto, was ich gerne laden möchte und ganz aktuell ja auch Smart Home, die intelligente Steckdose einfach mal da schalten und walten zu können. Im Heimnetz, da ist dann sehr interessant die Fritz-App Phone, wo wir das Smartphone zu Hause als Telefon an der Fritzbox anmelden können, um also zum Beispiel mit dem Android-Smartphone zu Hause über Festnetz telefonieren zu können. Und auch gerade sehr beliebt die Fritz-App WLAN, wo man wirklich mal gucken kann, wie ist es eigentlich, wenn man WLAN-Empfang zu Hause bestellt. Und wichtige Frage wird häufig gestellt, kann ich meinen WLAN-Empfang an bestimmten Orten verbessern, wenn ich jetzt die Fritzbox mal hochkant stelle oder hinlege. Und da kann man also wunderbar sich anzeigen lassen. Das über zeigt Pegel. Die App dann gleich direkt an. Genau. Inklusive auch mit Piepton. Das heißt, man kann sein Smartphone noch mal irgendwo hinlegen und einfach lauschen. Aha, wenn ich jetzt hier drehe, wird das besser oder schlechter. Gibt einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür, wie funktioniert mein WLAN eigentlich zu Hause. Ich würde mal ganz kurz noch mal bei der zweiten App einhaken. Die ersetzt praktisch ein hardware-mäßiges Telefon, ein Tech-Telefon nehme ich mal an. Man kann also mit dem Smartphone, mit dem Android-Smartphone sich dann einwählen mit der App und kann dann praktisch das ganz normale analoge oder digitale, je nachdem, jedenfalls das ganz normale Heimnetz, Telefonnetz nutzen. Ganz genau. Also es geht darum, dass wir über eine ganz normale Telefonoberfläche das Smartphone, sage ich mal, zu Hause in ein Schnurlostelefon verwandeln. Also wie auch ein Decktelefon bieten wir ja auch an, wenn der Kunde sagt, Herr Gott, ich habe ja mein Smartphone, das kann ich auch zu Hause nutzen. Genau dafür ist es da, also um über Festnetz oder auch über Internet telefonieren zu können, ausgehend wie eingeht. Kostet die etwas? Alle Apps, die wir anbieten, sind kostenlos. Das aha, ist ein Service. Das hören wir immer gerne. Ja, Service für unsere Anwender, weil wir sehen natürlich, dass die mobilen Geräte, auch Tablets, ja immer wichtiger werden, den PC ja nach und nach ablösen. Und da möchten wir natürlich auch unseren Anwendern Möglichkeiten bieten, dass sie ihre mobilen Geräte so gut wie möglich zu Hause, aber auch unterwegs mit ihrem Fritzbox-Netzwerk verbinden können. Okay, dann wollen wir uns mal noch die restlichen Apps angucken in der langen Liste. Ja, genau, gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch sehr schön die Fritz-App Media. Da geht es darum, Medien zu steuern. Also zum Beispiel, dass ich unterwegs ein Foto gemacht habe, was ich dann vielleicht auf dem Fernseher gucken möchte. Das sind ja so typische Anwendungen heute. Also man muss in dem Heimnetzwerk eingeloggt sein, per WLAN. Genau, da geht es auch darum, dass ich mich per WLAN mit der Fritzbox verbinde und dann zum Beispiel auch den Medienserver der Fritzbox nutzen kann. Wir haben hier so einen WLAN-Lautsprecher. Ja. Dann könnte ich sagen, gib bitte die Musik von dem USB-Stick auf diesem WLAN-Lautsprecher wieder mit dem Smartphone. Also quasi Universalverbindung für zu Hause. Die Fritz-App Cam, auch eine ganz spannende Sache. Da können wir ein Smartphone oder Tablet in eine IP-Kamera verwandeln. Mhm. Das heißt, wir nutzen einfach die eingebaute Kamera von dem Gerät und können dann über eine Webseite darauf zugreifen, aus dem Heimnetz, aber auch von unterwegs. Das heißt, ich kann also tatsächlich von unterwegs gucken, was passiert denn da zu Hause gerade, inklusive jetzt Bewegungserkennung. Also wenn auf einmal Bewegung registriert wird, kriege ich eine Mail mit einem Screenshot und sehe sofort, was da passiert. Auch Ton? Tonübertragung ist auch möglich. Ah ja. Das heißt, man kann also auch reinhören, was da eventuell gerade oder gegebenenfalls sogar als Babyphone benutzen. Ne? Man könnte es so gesehen auch als Videobabyphone benutzen, ganz genau.
Der Fritz App Ticker, das ist ein Widget, also keine reine App. Das ist ein Widget, was dann auf dem Desktop läuft, damit ich jederzeit sehen kann, was habe ich für Anrufe zu Hause verpasst. Also dieser Live-Ticker zu Hause hat gerade der versucht anzurufen. Und ganz, ganz neu, was wir hier zeigen, hier noch nicht drauf auf der Übersicht, ist die Hybrid-App. Da geht es jetzt darum, wenn ich sage, ich habe ein aktuelles Smartphone mit LTE und auch entsprechendem Tarif, dann habe ich ja Geschwindigkeiten von 50 bis zu 100 Megabit vielleicht. Und zu Hause an meinem DSL-Anschluss habe ich vielleicht nur 6 Mbit oder 16 Mbit. Ja. Und da können wir Folgendes machen. Wir melden das Smartphone zu Hause einfach per WLAN in der Box an. Und die Fritzbox kann dann für das Heimnetz diesen LTE-Tarif von dem Smartphone mit benutzen. Nein, das ist ja genial. Wir haben praktisch einen Boost dafür zu Hause, dass ich sagen kann, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, surfe ich einfach über LTE mit und nutze dann also DSL und LTE zusammen. Das ist ja genial. Das heißt also, das Paradoxe, dass inzwischen das Smartphone mit LTE 4 Cut 4 heißt es, glaube ich, das Neueste, was der Telekom und Vodafone freigegeben hat, wo sie, glaube ich, bis 150 Mbit downloaden und 50 uploaden. Das können sie dann praktisch auch auf das Heimnetzwerk ausweiten. Genau, also momentan sind wir in Anführungszeichen noch nur bei Cut 3, wo wir 100 Megabit haben. Aber das ist ja auch schon mal ganz beachtlich, denn 100 Megabit zu Hause, das hat nicht jeder. Mhm. Und auch in städtischen Bereichen haben wir oft den Effekt, dass wir eine sehr gute LTE-Abdeckung inzwischen haben, aber eben dann beim DSL vielleicht doch noch nicht ganz so fix unterwegs sind. Und da geht es halt genau darum zu sagen, warum soll das Smartphone der LTE-Tarif zu Hause brach liegen? Den nutze ich einfach mit. Muss man natürlich ein bisschen auf sein Volumen achten, aber in der App haben wir auch gleich einen Volumenzähler mit drin, dass wir da so auch gucken können, okay, wenn wir jetzt ein bisschen viel vielleicht gesurft haben, dann schalte ich es mal lieber wieder ab und gebe mich mit der DSL-Geschwindigkeit zufrieden. Prima. Meine abschließende Frage, die ich noch habe, all die vielen Apps, die Sie uns jetzt vorgestellt haben, sind die irgendwie begrenzt auf die Fritzboxen oder kann man sagen, prinzipiell, wenn man eine Fritzbox hat, kann man auch davon ausgehen, gerade jetzt hier diese Telefon-App, die wir da gesehen haben, dass sie dann auch damit funktioniert? Generell ist es so, dass die Apps mit all unseren Fritzboxen funktionieren, gerade die Fritz-App-Phone mit allen aktuellen, selbst mit den Nicht-Telefonboxen, es gibt ja auch reine WLAN-Boxen, selbst da kann man diese App anmelden, das ist ein kleiner Schmanker, könnte man sagen, kann dann aber natürlich nur über das Internet telefonieren. Wenn ich über das Festnetz telefonieren will, sollte die Box schon Festnetz können. Ja. Die WLAN-App zum Beispiel, die ist völlig offen. Da kann ich natürlich auch das WLAN eines anderen Routers mitmessen, weil das ist Standard-WLAN. Ansonsten, klar, die Fritz-App-Cam, der Ticker, die MyFritz-App, die sind schon zugeschnitten auf die jeweiligen Fritz-Boxen. Prima. Also, ihr habt es gehört, das Ding gibt es erst im nächsten Jahr. Ansonsten, alle Apps, die wir jetzt hier vorgestellt haben, braucht ihr eigentlich nur eine Fritz-Box und schon könnt ihr die Apps umsonst dazu bekommen. Ihr habt alle mitbekommen, im Google Play Store gibt sie. Ich bedanke mich erstmal bei Gordon Priebe für das nette Interview und wünsche Ihnen dann noch eine schöne Messe. Ja. Schönen Dank. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Video. Zum, 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 zum